Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Heute ein sehr wichtiges Video und zwar, heute möchte ich euch einmal näher bringen, was es alles so Wissenswertes gibt, wenn man einen Obstbaum pflanzen will. Darum soll es heute gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man beachten kann. Aber vor allen Dingen will ich euch heute ein paar Basics rüberbringen und noch ein paar Details, ja, dass ihr ungefähr eine Idee habt, was es da alles zu beachten gibt. Auf geht's! Ja, bevor wir dazu kommen, erstmal, was ist das hier? Das ist eine Reneklode. Das ist eine schöne gelbe große Pflaume. Super lecker. Und zwar haben wir hier eine Quillens-Reneklode. Genau. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was man da alles so beachten muss, erstmal als allererstes, was gibt es alles zu beachten, wenn man sich so ein Bäumchen besorgt? Gibt es auch ein paar Sachen, die haben wir jetzt hier leider nicht. Das erste ist, wenn ihr euch überlegt, einen Obstbaum zu pflanzen, dann ist es als erstes einmal sinnvoll zu gucken, erstmal, wo soll der hin? Ja? Wie groß wird der? Krone. Wie starkwüchsig ist der? Ja? Wie viel Pflege braucht der und so weiter, ja, weil man muss dann ja auch immer hin und ganz wichtig auch beim Schnitt, ja, ein Schnitt ist auch wichtig. Das ist aber für ein anderes Video. Da kann ich euch nur mal empfehlen, ein Profi, der da wirklich tolle Videos macht, ist der Dominik Schreiber. Einfach mal beim Dominik vorbeigucken. Baum- und Rebschule Schreiber heißen sie, glaube ich, in Österreich. Macht super tolle Schnittvideos. Verweise ich auf dich, Dominik, hier. Ja. Was gibt es alles zu beachten, wenn man sich so einen Baum aussucht? Wenn ihr jetzt den nicht bei einer Förderung einfach beantragt und dann irgendeinen Baum kriegt, wie das hier ist, dann geht ihr natürlich in eine Baumschule oder in ein Fachgeschäft. So. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, in dem Fall, ich hätte gerne eine Reneklode und ihr seid euch nicht so richtig sicher, dann müsst ihr rausfinden, was das für ein Baum ist. Ja, und wenn ihr das nicht wisst, dann geht ihr zum Fachverkäufer in der Hoffnung, dass er wirklich Ahnung hat. Ist auch nicht immer so einfach. Und dann müsst ihr fragen Folgendes. Und zwar, ihr müsst euren Boden kennen, wo der hin soll. Ja? Was für einen Boden habt ihr? Hier weiß ich zum Beispiel bei uns, weil kenne ich den Boden, hier haben wir einen sandigen Lehm. Der ist so rötlich. Der hat eine relativ hohe Bodenfestigkeit. Das heißt, wir haben einen hohen Lehmanteil, aber wir haben auch Sand. Ja, wir haben wenig Humusgehalt. Ja, wir haben ein bisschen humosen Oberboden. Wir haben sehr wasserhaltenden Boden unten drunter, aber wir sehr schweren Boden haben wir hier. Das heißt, wenn wir gleich hier das Loch ausheben, seht ihr das auch. So, das heißt, ich brauche eigentlich einen Baum, wo ich weiß, die Unterlage, auf die das Obst veredelt wurde, das sieht man auch hier sehr schön. Hier unten haben wir die Veredelungsstelle. Komme ich mal ran. Da seht ihr hier die Veredelungsstelle, wo hier quasi auf die Unterlage, das ist quasi ein eigenständiger Baum, könnte man sagen, ja. Das Edelreis hier oben drauf veredelt wurde. Und jetzt schätzen wir mal, ich kann es nicht genau sagen, aber das wird hier vielleicht 3 Jahre, 4 Jahre alt sein. Das heißt, in der Baumschule wird die Unterlage genommen und da oben drauf wird die entsprechende Sorte veredelt, die man dann haben will. Und da kommen wir auch schon dazu, was man in der Baumschule dann eigentlich fragen muss, was hier leider nicht drauf steht. Ich gucke nochmal nach. Nein? Leider nicht, aber das fragt ihr bitte dann in der Baumschule nach. Und zwar, ja, in Bezug auf den Boden, was habt ihr da für eine Unterlage, die da drunter ist? Das ist eigentlich ganz interessant zu wissen, ja, was man da für eine Unterlage hat. Im Zweifel auch mal selber, da gibt es Tabellen, was die Unterlagen so können. Wenn ihr jetzt nur ein Fachgeschäft habt und das selber rausfinden wollt, also dass die Unterlage zum Boden passt. Also wirklich Fachgeschäften, großen Baumschulen, könnte man im Zweifel sogar sagen, ich hätte gerne den Baum mit der Unterlage. Zum Beispiel gibt es Unterlagen wie diese hier. Das sind eher Unterlagen, die, ich sag mal, nicht unbedingt gerade hoch wachsen, die dann sehr, also wo es eher niedrig unten veredelt wird.
wo die Unterlage gewisse Eigenschaften hat, die man halt haben will, weiß ich bei diesem Baum hier leider nicht, weil es nicht dabei steht. Und dann das Edelreis oben drauf gesetzt. Dann gibt es aber auch sogenannte Sämlingsunterlagen, die machen richtig geraden Stamm hoch und da wird dann weiter oben veredelt. Das kann im Zweifel auch wichtig sein, weil wenn ich die jetzt hier pflanze nachher und die zu niedrig setze, ganz wichtig, also dass ich die möglichst nicht zu tief setze, dann ist die Gefahr bei so einer niedrigen Veredelung, wobei hier geht es, ist es manchmal noch wesentlich weiter unten bei Äpfeln und so weiter, dann ist die Gefahr da, dass die Unterlage bzw. Edelreis oben mit Erde irgendwann bedeckt wird, gerade wenn man viel mulcht. Ja? Und dann kann es sein, dass irgendwann, wenn dann die Erde höher ist als die Veredelungsstelle, es darf eigentlich nie passieren, dass quasi das Edelreis von oben anfängt Wurzeln zu bilden, ja? Weil es dann denkt, okay, hier, ich muss Wurzeln bilden, weil die Erde ist drüber, dann seitlich austreibt, Wurzeln bildet und dann die Unterlage abstößt. Das wäre ganz schlecht. Deswegen müsst ihr genau wissen, wo soll das hingepflanzt werden, mulchig viel, nicht zu tief setzen, ja, nicht, dass ihr, und wie viel Pflege brauche ich, ja, dass man es nicht immer freihacken muss, ne? Weil wenn ich jetzt hier das sehr tief setzen würde und das würde hier irgendwann drüber kommen, dann hätte ich die Gefahr, ja. Das heißt, ich werde die gleich gucken, dass ich die möglichst nur bis zum, gerade so über die Wurzel setze, ja, und dann ist die Gefahr relativ gering, dass mir da das Edelreis oben durchtreibt und die Unterlage abstirbt. Das wollen wir nämlich nicht. Okay, das gilt es alles zu beachten, also wirklich Fachgeschäft aufsuchen, wenn ihr euch da das nicht zutraut, weil hier steht es leider nicht dran und dann das rausfinden. Oder im Zweifel auch sagen, okay, ich mulch viel Sämlingsunterlagen. Eine ganz bekannte ist zum Beispiel der Bittenfelder Sämling, gibt es ganz oft, wo ich die Veredelungsstelle schön oben habe. Also einfach auch am Stamm dann gucken, wo ist die Veredelungsstelle, ist die sehr weit unten, dann als Baum vielleicht im eigenen Hausgarten, wo ich sicherstellen kann, dass die Unterlage halt auch wirklich immer frei bleibt, ja, dass es halt nicht an die Veredelungsstelle die Erde rankommt. Okay, das dazu. Ja, was gibt es natürlich noch zu beachten? Zum Beispiel bei Birnen, also da kann man ganz viel jetzt zu sagen, wirklich Wuchsstärke. Ne? Also dass ich halt sage, okay, es gibt Unterlagen bei der Birne auf Quitte veredelt, dann ist die schwachwüchsig, dass die mir nicht zu groß wird. Also werdet euch wirklich darüber bewusst, dass es zu dem Ort und zu der Stelle passt, wo ihr das dann pflanzt. Okay, so, jetzt noch ein paar Details. Ihr merkt schon, es wird heute ein ausführliches Video. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen schön strukturiert für euch erzählt alles. Ja, zum Standort nochmal. Also jetzt gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, jetzt haben wir jetzt schon durch, dass wir den in der Baumschule so kaufen. Ja, mal davon ausgegangen, wir haben die richtige Unterlage, es passt alles und dann wollen wir den pflanzen, er passt zum Standort. Jetzt gibt es aber noch die andere Möglichkeit, die ich halt auch einfach mal erzählen will, weil es gibt ja gar nicht mehr so viel Baumschulen und wirklich auch die Qualität ist manchmal nicht so cool. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen auskennt schon oder Lust habt, das mal auszuprobieren, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, man kann sich auch selber Unterlagen besorgen und selber vor Ort veredeln. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch hingehen, mir einen Standort auswählen und sagen, hey, ich will das mal ausprobieren. Ich tue da mal irgendwie 2, 3 Unterlagen kaufen, tue die dahin. Und dann suche ich mir zum Beispiel einen Reißer irgendwo von dem Baum, wo ich weiß, das ist lecker, also Apfel auf Apfel veredelt oder Quitte, Birne obendrauf oder Birne auf Birne und so weiter. Da gibt es ja auch Fachbücher. Und dann könnte man auch direkt an Ort und Stelle veredeln. Das hat den Vorteil, dass die Unterlage vielleicht schon mal ein Jahr vorher gut anwurzeln kann und dass das schon mal, dass der Baum schon mal stabil ist. Und ich sehe halt, wenn ich gleich, die kosten auch ganz wenig, 2, 3 Euro, so eine Unterlage mache ich gleich 3, 4 Stück hin. Und die am besten anwurzelt und irgendwie sehr wüchsig aussieht, also die gut aussieht, gut angeht, die dann zu veredeln und die anderen wieder wegzumachen. Ja, wenn ich wirklich einen sehr gesunden Baum an Ort und Stelle haben will. Das geht. Und wenn ihr jetzt ganz pfiffig seid und wirklich noch was ganz Besonderes ausprobieren wollt, was aber eigentlich am Ende den stabilsten Baum erzeugt aus meiner Sicht, dann könntet ihr auch hingehen. Und im Herbst, wenn ihr jetzt Obst gepresst habt, also zum Beispiel Apfel gepresst habt oder einfach mal Kerne sammeln wollt, dann im Herbst an Ort und Stelle, da wo ihr einen Baum pflanzen wollt, ganz viele Apfelkerne hin zum Beispiel, also jetzt Beispiel Apfel, Apfelkerne hingeschmissen, schön mit ein bisschen Laub und vielleicht ein bisschen Kompost abgedeckt, dass es frei bleibt. Und dann treibt vielleicht der eine oder andere Kern im nächsten Jahr und ich sehe das, wie die dann alle treiben. Und dann gucke ich, der schön
gerade hoch wächst und die Stärke, die ich haben will, dann kann ich ja vergleichen. Vielleicht habe ich 3, 4, die eine wachsen krumm und schief, der andere wächst schön gerade hoch. Und dann nehme ich den, der einfach schön, beispielsweise schön gerade hoch wächst oder schön stark hoch wächst. Ja, vielleicht ist er nicht ganz so gerade, aber dafür schön kräftig im Wuchs. Zwackt die seitlich aus, putzt die hoch und nach 1, 2, 3 Jahren, je nachdem, wann ich sage, okay, jetzt will ich an, jetzt ja mir hoch genug, ich will die Veredelungsstelle unten oder oben haben, dann veredel ich direkt auf den Kern, der da ausgetrieben ist. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Erster Vorteil ist, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Vorteil, die Wurzel konnte sich im Boden bilden. Das heißt, ich habe keine Verletzung an der Wurzel. Und ich habe einen Baum, der eine natürliche Wurzel hat und in Zukunft dadurch wahrscheinlich auch extrem stabil ist gegen Wettereinflüsse, gegen Trockenheit, gegen, ja, so. Also das ist aus meiner Sicht ganz, ganz toll. Ich habe eine Wurzel, die nicht verkrüppelt ist. Und dann kann ich mir die Veredelung oben ja selber aussuchen. Also ich kann mir die auch aus der Region, Äpfel, die ich kenne, die toll sind, einfach oben drauf veredeln. Das ist ein bisschen tricky, aber ihr könnt euch ja ausprobieren, ja. So, alternativ dazu könnte man sich auch einfach im Garten ein paar Kerne rein, Rester reingeschmissen im Herbst vom Pressen. Deshalb mache ich in meinem Garten selber hochziehen, einzelne Unterlagen und dann da drauf veredeln und die dann an Ort und Stelle verpflanzen, wenn sie angegangen sind. Aber wie gesagt, das hatten wir ja davor schon mit Unterlagen kaufen oder selber erziehen. Ausputzen, das ist hier das Ausgeputzte, dass man die seitlichen Triebe wegkneift bis auf eine Höhe, wo man es haben will. So, also jetzt ungefähr so. Also, und der andere große Vorteil, den ich sehe, es gibt keine Kosten. Es ist komplett umsonst, ja. Kerne sammeln, hin und dann irgendwo schön Reißer sammeln. Es gibt auch manchmal Reißermärkte, müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch dafür interessiert und ein Auge dafür entwickelt. Es gibt auch Reißermärkte auf dem Frühjahr, wo man sich dann Edelreißer von verschiedenen Sorten einfach kaufen kann. Und die Baumschulen im Zweifel eine zusätzliche Einnahme haben. Da so ein Reißer für ein paar Euro verkaufen, kostet auch nicht die Welt. Wo ihr wirklich ein geiles Obst dann kriegt, das ihr dann einfach oben drauf veredeln könnt. Die zeigen euch das dann bestimmt auch, wie das geht. Ja. Oder sonst einen Kurs machen. So, genug dazu. So, jetzt, wenn ihr so einen Baum kriegt, ja, und ihr habt nicht die Möglichkeit, es direkt jetzt zu pflanzen, dann ist natürlich der Pflanzzeitpunkt, also erstmal die Frage, wann pflanzt man das Ganze? Am besten ist immer im Herbst. Das heißt, Spätsommer, wenn es da schon feucht genug ist, der Boden auf ist, pflanzen, wenn ihr da schon Bäume kriegt. Meistens kriegt man sie erst im Herbst und dann natürlich vor dem Frost, denn die meiste Wurzelbildung, die passiert im Winter. Und dann hat der Baum eine große Chance, schon mal Feinwurzeln zu bilden und dann im Sommer, also Richtung nächstes Jahr dann, auch wirklich gegen Trockenheit ein bisschen resistent zu sein. Ja, jetzt haben wir leider schon früher, ich habe den jetzt erst gekriegt. Das heißt, ich werde dieses Jahr, wenn es trocken wird, mal gucken müssen, muss ich den gießen, muss ich den angießen. Das müsst ihr aber eh in den ersten paar Jahren tun. Sicherstellen, dass die Bäume erstmal anwurzeln, ja, nicht verwöhnen mit ständig gießen, sondern alle paar Wochen, wenn es sehr trocken ist, mal eine große Menge gießen, also wirklich mal 3, 4 Gießkannen an einen Baum oder sagen wir mal, ja, je nach Baumgröße, dass man einmal richtig in die Tiefe gießt, mit einem schönen Gießring, den man dann macht, das sieht dann gleich, wenn wir den pflanzen, dass der wirklich die Trockenheit überlebt und einfach gut durchkommt, ja, wichtige Sache. Dass man den wirklich dann gut gießt, also und zum richtigen Zeitpunkt pflanzt. Also, wenn es irgendwie geht, im Herbst. Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, bevor wir den pflanzen und dann dazu kommen, wie das geht. Jetzt haben wir hier schon eine Walnuss. Die habe ich jetzt vor kurzem gepflanzt. Die habe ich hier schon im Winter gepflanzt. Und das war quasi eine Ausgrabung aus bei einem Vereinsmitglied. Das war einfach selber aufgegangen, die wollten wir nicht wegschmeißen, also habe ich sie gepflanzt. Walnuss ist ja eh mal lecker, toller Baum. Und jetzt geht es um die Abstände. Ich muss mir immer überlegen, wenn ich so einen Baum pflanze, und jetzt pflanze ich vielleicht mehrere, wie viel Abstand müssen die zueinander haben? So eine Walnuss, da weiß ich, die wird in der Krone, die wird richtig groß auf lange Sicht. Das heißt,
hier ist raues Klima, da wächst er nicht ganz so schnell hier bei uns oben in der Rhön. Wir sind hier auf knapp 500 Meter ungefähr, ein bisschen mehr. Und da wird er nicht ganz so schnell wachsen. Ja, und dann sage ich mal, okay, Kronenbreite von 8 Meter vielleicht irgendwann mal. Das heißt 4 Meter vom Stamm aus, mindestens. Und so eine Zwetschge, in dem Fall, also die Zwetschge-Pflaume, so eine gelbe Pflaume, so eine Reneklote, die wird nicht ganz so groß. Da gehe ich mal von 3,5 Metern maximal aus. Kommt auch ein bisschen auf die Unterlage an. So, und zusammen macht das für mich jetzt mit Sicherheit, reingerechnet nochmal Meter Sicherheit, 8 bis 9 Meter mindestens Abstand voneinander, dass die Kronen sich nicht berühren. Dazwischen kann ich natürlich noch was Kleineres setzen, wie zum Beispiel eine Mirabelle oder eine Ölweide oder irgendwas anderes, ja, um die Lücke zu füllen. Darunter ist ja noch ein bisschen Luft, also ich habe die zwei Kronen hier und dazwischen ist ja noch Platz. Aber ich habe die Kronen safe, weit weg voneinander, dass sie nicht konkurrieren und noch Platz da ist. Ja, und da schreiten wir jetzt einfach mal ab in dem Fall. Ja, also immer sich vorstellen, auch wenn die andere Bäume pflanzt, wie groß wird die Krone maximal und dann ein bisschen Spielraum einplanen, dass da wirklich keine Konkurrenz da ist und dass man nicht nachher irgendwie kleiner schneiden muss, damit die sich nicht berühren. Also gehen wir mal die 9 Meter ab. Es muss jetzt nicht genau sein. Also bei mir, ich habe ungefähr einen Schritt von Meter bis Meter 20, wenn ich. Das habe ich, das prüfe ich immer mal wieder. Das hat man irgendwann ganz gut drin, sonst nehmt einen Meterstab, ein Rollmaß oder was auch immer. Jetzt gehen wir mal hier 8,5, 9 Meter ab. 1, 2, 3, 4, 6, 7. So. So, jetzt bin ich hier hinten. Jetzt nehme ich euch erstmal mit und dann werde ich euch mal zeigen, wie wir den Pflanzplatz vorbereiten. So, jetzt sind wir hier natürlich an einem Wirtschaftsweg. Und das ist natürlich auch jetzt wieder zu berücksichtigen. Das heißt, das hier ist zum Beispiel jetzt Gemeindegrund. Da sagt man immer so, ich glaube, es sind hier 2,5 Meter von der Straße, die noch Gemeindegrund sind, bis das die Privatflächen anfangen. Das gehen wir jetzt einmal mal ab. 1, 2, 3, also relativ großzügig. So, weil dann hier auch gemäht wird. Das heißt, ich setze meinen Baum 3 Meter entfernt davon hin. Das heißt, hier kommt er im Endeffekt hin. So, was gilt es zu beachten? Jetzt als allererstes natürlich muss ich hier die Grasnarbe wegmachen. Und die mache ich in dem Fall hier ungefähr, ja, so sagen wir 80 bis 1 Meter in den Kreis, wo ich jetzt erstmal die Grasnarbe weghacke. So, los geht's. Jetzt haben wir hier die Grasnarbe weg und jetzt machen viele den Fehler, dass sie meinen, da müssten jetzt Nährstoffe ins Pflanzloch rein. Das ist keine gute Idee, aus folgendem Grund: jede Pflanze will natürlich möglichst optimale Bedingungen. Was sind optimale Bedingungen? Genügend Wasser und genügend Leben im Boden, ja, oder beziehungsweise Nährstoffe. Ich sage eher Leben, aber das wird jetzt zu weit führen. So, wenn ich jetzt hier ein Loch machen würde, Kompost und alles reinschmeißen würde, dann hätte ich ja quasi optimalen Bedingungen schon da. Und dann würde die Pflanze im Zweifel wenig wurzeln, weil warum sollte sie? Es ist ja alles vorhanden, ja, da kann sie quasi direkt alles aufnehmen. Muss keine große Wurzelbildung machen, weil ja schon Feuchtigkeit durch den Kompost, der nimmt ja viel Wasser erstmal auf, Nährstoffe, Leben schon da ist. Ja? Also mache ich das nicht, weil ich will ja, dass der Baum möglichst trockenresistent ist und möglichst eine sehr gute, große Wurzel macht. Also werde ich jetzt hier erstmal ein Loch, Pflanzloch machen und die schlechte Erde raus, den Baum reinsetzen und zwar in die schlechte Untererde, ja, wenn sie schlecht ist, also im Sinne von nicht nährstoffangereichert, nicht lebensangereichert, kein Mist und gar nichts drinne. Und später kommen wir dann dazu, wo die Nährstoffe hinkommen. Jetzt machen wir erstmal ein Loch. Ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen entsprechend runter, bis ich die Wurzel gut unterbringen kann. Also ungefähr so 30, 40 cm runter und die ganze schlechte
den Humus ziehe ich beiseite. Also die ersten 10 cm ziehe ich beiseite. Und dann kommt der schlechtere Unterboden und den lockere ich dann. Jetzt haben wir den Humus beiseite gezogen hier. Jetzt liegt er hier mit dran. Schön fast schon wie aufgestaffelt. Jetzt kommt der schlechte Boden. Das heißt, hier sehe ich, jetzt wird der Boden rot und sandig und fest mit viel Lehm. Das ist der Unterboden. Den hake ich jetzt auf. Da wollen wir jetzt lockern, dass die Wurzel da rein kann. Und bauen wir jetzt hier so einen schönen Trichter und lockern das alles so ein bisschen. Jetzt haben wir hier das Loch gemacht. Jetzt probieren wir hier mal und sehen schon, aha, hier ist die Veredelungsstelle. So, jetzt haben wir hier das Loch gemacht. Da liegt die schlechte Erde, da ein bisschen der Humus, wobei das alles sehr ähnlich ist. Ähnlich wenig Nährstoffe. Sieht es richtig hier so ein rot, leicht rötlich, sandiger Boden mit ein bisschen Humus. So. Ja. Jetzt kommen wir dazu. Baumpflanzen. Übrigens, ganz wichtig noch, das habe ich vergessen am Anfang. Ganz wichtig noch, bevor, wenn ihr die Tage davor den Baum schon habt, feucht einschlagen, ne? Und irgendwo kühl und schattig hinlegen, nicht in die Sonne. Falls ihr noch ein paar Tage braucht, bis ihr den pflanzen könnt, dass der nicht austrocknet. So, und jetzt gucken wir mal. Aha. Ja, wir sind tief genug. Ja? Also, das Loch haben wir. Jetzt haben wir hier unseren Baum. Jetzt brauchen wir schon Astscheren. Aha, bevor wir pflanzen noch. Und zwar, jetzt zeige ich euch mal zwei Modelle. Ich verlinke euch auch unten mal, für die es interessiert, was ich hier habe. Die nicht, aber die hier verlinke ich euch mal. Genau. Und zwar haben wir hier eine Bypass-Astschere und eine Amboss-Schere. Beide hochwertig. Hier von eine von Löwe, also selbst gekauft, ne? Nicht, das ist keine Werbung hier, aber ich verlinke die euch unten mal, weil die echt gut ist. Löwe Original, schöne Schere, das Problem ist nur, ist eine Amboss-Schere, das ist eine Bypass-Schere. So, warum ist das jetzt besser? Bei der Klinge hier, wenn ihr jetzt da drauf guckt, ich hoffe man sieht's, habe ich unten einfach nur eine Amboss, wo ich drauf drücke. So, und dadurch habe ich das Problem, dass wenn ich da jetzt was schneide, jetzt mal als Beispiel hier so ein Brombeertrieb, dann drückt die Schneide unten auf den Amboss und dann quetsche ich auf der einen Seite nur. Dann ist die Seite gequetscht. Wenn die schön scharf ist, geht es im Zweifel trotzdem, wenn man gar nichts anderes hat, aber es ist nicht schön. Ja, da verletzt sich im Zweifel das Holz mit. Wenn ich jetzt eine Bypass-Schere habe, da habe ich hier die Klinge, da habe ich hier eine Gegenklinge, ja. So, dass ich hier wirklich quasi wie eine Gegenschneide habe. Und wenn ich da schneide, ist es ganz sauber geschnitten. Da habe ich so wenig Verletzungen wie möglich. Ist mir auch wichtig, dass die scharf ist. Da mache ich nochmal ein extra Video zu. So, also keine Amboss-Scheren nehmen zum Obstschnitt. Auch wenn die kann man für andere Sachen nehmen. Wobei fast alles, wo man Amboss-Scheren nehmen kann, kann man eigentlich lieber nehmen. Naja, ich nehme eigentlich nur die Bypass-Scheren. Die andere habe ich geschenkt gekriegt. So, genau, und bei der hier ist noch schön, warum ich die tatsächlich auch ein bisschen besser finde als andere Hersteller. Die hat eine Ölerschraube, das heißt, die ist selbst ölend im Gelenk und hat ein Kugellager drin. Also das ist wirklich, kenne ich keinen Hersteller, der sonst sowas hat, sonst könnt ihr es mir unten mal verlinken. Das ist hier jetzt eine von Barnell, die hat wirklich hier so eine kleine Ölerschraube, da drückt man mit so einer Art Spritze. Ja, das Öl quasi hier rein, da ist quasi eine Kugel, so eine kleine Kugel mit einer Feder. Dann habe ich hier so 1-2 Milliliter Öl im Gelenk und das schmiert die Klinge und da ist Ballistol bei mir drin, also auch antibakteriell, Minzöl so ein bisschen antibakteriell, das ist natürlich auch eh gut, wenn man schneidet. Dann habe ich eine selbstölende Schere, die ist hier fast baugleich zu anderen Modellen. Und das gibt es nur bei Barnell, soweit ich weiß, finde ich mega cool, ansonsten ist die fast ähnlich wie die meisten anderen. Aber halt mit dieser selbstölenden Schraube, das ist mega. So, jetzt haben wir hier die Wurzel, deswegen jetzt schon die Schere. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen die Wurzel anschneiden, aber nur ganz leicht. Das heißt, wir zwicken die hier, die großen Wurzelstücke, so ein bisschen an. Ja,
damit hier eine frische Schnittstelle da ist, das regt Wachstum an. Das ist eigentlich fast wie bei den Ästen selber. Hier schon so groß, da mache ich schon gar nichts mehr machen. Da ist hier eine sehr große Wurzel abgezwackt worden. Schade, ein bisschen wenig mit ausgegraben. Also die großen Wurzeln angezwackt hier, dass nochmal Wachstum angeregt wird. Ja, nicht zu viel, nur ein bisschen anzwacken überall, dass man so ein bisschen was Weißes, Frisches sieht. So, und dann wie beim Ast, wenn man den schneidet, Schnitt regt immer Wachstum an in der Wurzel genauso. Also ein Pflanzschnitt quasi. So, jetzt können wir die versenken. Und jetzt können wir eigentlich schon Wasser hier reingießen. Denn umso feuchter der Boden, umso wichtiger das Wässern. Weil wenn hier geht's, der ist jetzt nicht ganz so nass, ein bisschen sandig an der Stelle hier, umso kompakter, fester, matschiger der Boden, umso schlechter umschließt das Erdreich die Feinwurzeln. So, und wenn man dann schon am Anfang hier ein bisschen gießt, ja, schon mal hier rein, dann kann man hier richtig so einen Matsch erzeugen, so einen Wassermatsch, der dann später hier die Wurzeln, die Feinwurzeln richtig umschließt und umspült. Und dann haben wir einen richtig guten Schluss, dass die Feinwurzeln quasi schon an der Erde dran sind und nicht da so viel Luft dazwischen ist, ja. So, und jetzt gucken wir natürlich hier die Veredelungsstelle hier, dass die nachher oben schon drüber ist. Das ruckeln wir noch ein bisschen hoch, das ist mir noch zu nah am Boden. Jetzt ziehen wir hier nach und nach den ganzen Dreck rein, Steine beiseite, die brauchen wir nachher noch. So, schön alles rein. Ja, im Zweifel holen wir uns noch von woanders, was auch immer hilft, eine große Pappe hinlegen, dass man die Erde, dass sie nicht so im Rasen verschwindet. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das sieht schon ganz gut aus. Noch ein bisschen Erde hier rüber. Und schon wieder nachwässern. Das kann so richtig matschig sein hier, dass das so richtig so Geräusche macht, so schmatzt, ja. Und dann kann man so ein bisschen noch hier mit der Hacke vorsichtig so ein bisschen hier so, ein bisschen rummatschen oder mit dem Spaten ganz vorsichtig, ohne die Wurzel zu verletzen, dass so ein richtiger Matsch hier entsteht. Und schon ist die relativ fest drin hier, die Geschichte. Wir kommen noch ein bisschen hoch, dass die Veredelungsstelle noch hochkommt. So, und jetzt können wir hier die restliche Erde dran schieben. Genau. Und dabei schon immer beachten, wenn wir die Erde jetzt hier auffüllen, dass wir später hier einen Gießrand haben. Das heißt, ist ja hangabschüssig hier, dass das Wasser nicht nach unten weglaufen kann, sondern hier wie so ein Wall ist. Dass später, wenn es regnet, dass hier alles so ein bisschen reinfließt. Da können wir gleich auch noch was Besonderes machen. Jetzt tue ich hier schon mal das ganze Zeug ein bisschen die Grasnarbe so drumherum hinlegen. Was man jetzt noch machen kann in der Gegend, wo es so trocken ist wie ihr, hier, um dann ein bisschen mehr Wasser reinzuleiten im Sommer, wenn es dann doch mal regnet, könnte man jetzt hier auch noch mit der Hacke so einen kleinen Graben aufziehen, der hier dann ja, am Hang hier da reingeht, dass ich hier so ein bisschen so ein V mache, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Wasser dahin zu leiten im Sommer, dass das hier quasi ranfließt, ja. Ihr seht es also hier so, ich deute es nur mal an, weil ich werde es jetzt hier nicht im großen Stil machen. Das ist die Möglichkeit in sehr trockenen Gebieten, ja, auch so wieder eine Methode aus der Permakultur, hier dann noch mehr Wasser hin zu befördern, dass wenn es dann mal regnet, Starkregenereignis, dass das Wasser hier auf den Baum zufließt. Wenn ihr jetzt einen starken Hang habt, wo ihr wisst, es ist sehr trocken, das Gelände, wo ihr sagt, okay, den Baum ein bisschen fördern noch zusätzlich, da wirklich hier so ein V in Zweifel auch relativ groß zu machen am Hang, dass es auf den Baum zuläuft und der dann ein bisschen mehr Wasser kriegt im Sommer. Auch eine wichtige Sache. Okay, gut. So, was machen wir jetzt? Der nächste Schritt ist Nährstoffe. Wir haben nämlich schon, dass wir jetzt Nährstoffe einbringen. Jetzt wollen wir das natürlich aber so machen, wie die Natur das auch vorgesehen hat. Was macht die im Wald? Im Wald ist es ja auch so, der Sämling geht vom Boden her auf und dann kommen die Nährstoffe von oben. Das heißt, Laubfall kommt, es kommt von, da kackt mal ein Tier hin oder ein Vogel und die Nährstoffe kommen immer von oben. Also machen wir das hier auch, dass die langsam nach unten durchsickern können und den Unterboden auch versorgen, den Unterboden halt
wieder mit Leben versorgen. Also bringen wir jetzt hier als erstes ein bisschen Kompost auf. Der ist ja fertig. Da sind alles biologisch gebundene, da ist Leben ordentlich drin, ganz viele Bakterien und Pilze. Den bringen wir jetzt hier ein bisschen auf Kompost. Und auf den Kompost tun wir dann wiederum ein bisschen Mist, der dann wiederum den fertigen Kompost, das Leben im Kompost, mit frischen Zersetzungsabfällen, sag ich mal, von der Biologie versorgt, in dem Fall Pferdemist. Und auf den Pferdemist, damit das alles gut arbeiten kann und nicht austrocknet, tun wir dann ein bisschen Schafswolle. Und dann ist das richtig so ein Paket hier, wo die nächste Zeit richtig gut arbeiten kann und den Baum ganz sanfte mit Nährstoffen von oben versorgt. Gleichzeitig ist es ja auch Mulch, dass es nicht austrocknet. Aber er steht nicht im gemachten Nest, sondern er muss Wurzel bilden. Er muss nach unten sich neue Nährstoffe suchen, weil er weiß ja nicht, dass oben welche drauf liegen. Die kommen dann immer mal mit dem Regen durch. Ja, also wird seine Wurzel jetzt nicht nach oben bilden, sondern er muss nach unten, weil die Nährstoffe nur nach und nach vorsichtig nach unten durchsickern. Genau, und dann natürlich auch nicht zu dick oben auftragen. Ja, sonst haben wir auch wieder den Effekt, dass zu viele Nährstoffe kommen. Also ein bisschen Kompost, ein bisschen Mist, dann ein bisschen Schafswolle. Ist auch schon sehr viel Nährstoffe. Man muss auch keine Schafswolle nehmen, die habe ich nur gerade. Ihr könnt auch anderen Mulch nehmen, Rasenschnitt, Holzhäcksel, was ihr halt so habt. Ja, einfach ein Mulchmaterial oben drauf oder auch Pappkarton geht natürlich auch. Genau, und jetzt werden wir erstmal diese Mulchscheibe machen, dann erzähle ich noch ein paar andere Sachen. Dann kommen wir am Ende zum Pflanzschnitt. So, also holen wir erstmal das Zeug. Bisschen gesichert, dass er hier nicht wieder umkippt bei dem Wind hier. So, jetzt seht ihr hier Schafswolle, mal beiseite. Ich habe hier einen fertigen Kompost mit ein bisschen Holzanteil. Ist immer gut, um die Pilze im Boden zu versorgen. Und dann ein Mist, das heißt, ich kipp's jetzt quasi nacheinander drauf. So, erstmal den Kompost. So, den Mist noch mal ein bisschen zurück. So, jetzt verteilen wir erstmal den Kompost hier ein bisschen. Und ihr seht, es ist wichtig, immer Veredelungsstelle oben lassen. Jetzt können wir es so ein bisschen andrücken, alles hier Bodenschluss generieren. So, schön, dass das alles gut drin ist. Das ist ein Mist. So, den Mist so ein bisschen mit drauf. Ja, und jetzt hier die Schafswolle einfach als Mulch, dass hier das Ganze schön im Sommer nicht austrocknet. So. Okay. Ja. Dann haben wir hier ein paar Steine mit rausgeholt. Die sind natürlich sehr klein. Also da kann man jetzt im Zweifel hier oben auf den Mulch, auch dass die Schafswolle nicht wegfliegt. Hier wirklich richtig dicke Sandsteine könnte man hier rauf tun. Gucken, ob ich noch welche finde. So richtig Klopper könnte man auch so ein bisschen drumherum positionieren. Das hat den Vorteil, dass die Steine natürlich wieder abdecken und dann Austrocknen verhindern. Und wenn es wirklich große sind, ist sogar Tauwasser in der Regel unten dran im Sommer. Weil die sich ja in der Früh nicht so schnell erwärmen wie die umgebende Luft. Er kondensiert unten an den Stein auch ein bisschen Wasser, habe ich wieder Leben drunter, Zersetzung und die geben auch im Zweifel ein bisschen Mineralien ab, wenn es viele große sind, kann man echt einen Baum mit fördern und vor allen Dingen geben sie abends Wärme, die haben sich ja aufgewärmt, also geben sie in die Nacht nochmal Wärme mit ab, ja, und schützen einfach hier so ein bisschen vor Austrocknung, ist einfach eine schöne Sache, hier große Steine mit ranzugeben, die kleinen hier habe ich jetzt einfach mal mit drangelegt, damit der Mulch nicht wegfliegt. Gut, so und jetzt ist es natürlich, ihr seht es hier, das Bäumchen wackelt wie verrückt, hat gar keinen Halt. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Baum, solange er noch jung ist, noch nicht angewurzelt ist, sich nicht so stark bewegt, weil sonst natürlich die Wurzel immer bewegt wird und nicht richtig anwachsen kann. Und dafür holen wir jetzt mal ein paar große Stecken und tun den hier oben schön sichern, bevor wir den oben dem Pflanzschnitt verpassen. So, da haben wir jetzt hier zwei robuste Stecken. Dafür kann man dann übrigens hier so eine Amboss-Schere gut nehmen.
die hat da mehr Kraft, die hält mehr aus, die kann dickere Sachen durchkneifen. Und da kann man die mal nehmen hier, um das schön auszuzwicken. Hier unten schön einen Keil dran, dass das gut reingeht. So, jetzt haben wir hier unsere Stecken. Da noch ein bisschen hier, dass ich gut reinkomme im Boden gleich. Jetzt haben wir es fertig, jetzt sind wir relativ stabil hier. Jetzt hole ich den so ran, dass er ein bisschen Luft hat, aber sich kaum bewegen kann und hier nur auf der Schnur hin und her gehen kann, weil sonst reibt es nachher hier. Das wollen wir auch nicht. Und jetzt mache ich das hier einfach fest. Und zwar so, dass ich es auch wieder lösen kann, dass ich quasi hier die Möglichkeit habe, das größer zu machen, ne? Wenn der hier ein bisschen gewachsen ist, dass nicht nachher die Schnur hier einschneidet. Also mit ein bisschen Spiel, aber ja, so genau, dass er hier auch noch ein bisschen dick werden kann. So, jetzt haben wir den einigermaßen fest hier. Das Dreieck hält natürlich in die Richtung, bewegt sich ein bisschen was. Also wir können jetzt natürlich jetzt noch ein Dreibein hier machen, aber ich denke, das sollte so reichen. Das müsste ausreichen. Muss schon arg Sturm geben. Bevor ich das vergesse, nochmal an einem anderen Ort schnell gezeigt hier. Ganz wichtig natürlich auch, wenn ihr junge Bäume pflanzt, das wird dann bei der Renneklote noch folgen. Ein kleiner Gitterschutz, ja. Gibt natürlich auch noch die Wurzelmöglichkeit, dass man so ein Gitter um die Wurzel drumherum macht, wenn man jetzt ganz, ganz starken Wühlmausdruck hat. Das brauche ich bei mir hier in der Rhön bis jetzt nicht. Ja, komme ich am Ende noch mal ein bisschen drauf, wie ich vor der Wühlmaus schütze. Aber ich habe hier ganz viele Greifvögel, weil wir hier halt auch drumherum Wald mit großen Bäumen haben, wo die nisten können. Ich habe hier alle möglichen rüttelnden kleinen Jäger und auch große Jäger, die hier wirklich auch für Wühlmaus Untenhaltung sorgen. Also ich habe hier noch nicht einen einzigen Baum verloren. Genau, und das ist natürlich hier auch ganz wichtig gegen Verbiss, gegen Hasen und Rehe, dass das geschützt ist. So der erste Meter auf jeden Fall oder vielleicht die ersten anderthalb Meter im Zweifel, je nachdem wie viel Rehwild ihr auch da habt in eurem Garten, falls ihr hier so ein Grundstück habt draußen oder im Zweifel noch höher gemacht. Wenn ihr jetzt Rotwild da habt, dass einfach das Reh oder das Rotwild hier und der Hase nicht dran können und der Schutz wirklich da ist und der Baum nicht gleich am Anfang die Rinde kaputt gefressen kriegt, weil dann stirbt er. Ganz, ganz wichtig, einfach hier so drumherum gemacht als Schutz und gut ist, das reicht eigentlich in der Regel schon. Muss sein, ist einfach so, ja? Und jetzt kommen wir mal zum Pflanzschnitt, da richte ich die Kamera mal nach oben zu euch. Also, wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Baum, der 4 Leitäste angelegt hat, was hier der Fall ist. Das heißt, in jede Himmelsrichtung will ich einen Ast haben. Ja, also ich verlinke auch nochmal hier unten die Broschüre vom, ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, Obstbaumschnitt und Pflege, da ist es auch schon erklärt. Mit den Leitästen nach Öschbergschnitt, dass wir jetzt hier, wir legen jetzt hier einen Öschbergschnitt an. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die 4 Himmelsrichtungen haben, das haben wir. Das heißt, wir müssten in Zweifel Äste wegnehmen, das haben wir hier nicht, weil wir haben genau 4. Und die müssen wir jetzt erstmal auf Saftwaage bringen. Was heißt das? Wir haben hier die Mitte. Ja, wir wollen unsere Mitte definieren. Die ist hier definiert, die ist am stärksten, die ist gut angelegt. Und die müssen wir jetzt erstmal gucken, wohin, die ein bisschen einkürzen, um Wuchs oben anzuregen. Und wir müssen auch eh ein bisschen Holz oben einkürzen, weil die Wurzel ist natürlich durch das Umpflanzen und so weiter jetzt beschädigt und durch das Einkürzen, dass der Baum auch genügend Kraft hat, das hier oben zu versorgen. Ja, dadurch kann man mit ein bisschen Schnitt, also den auch zurücknehmen. Jetzt gucken wir hier, der ist ja ein bisschen nach links rüber. Jetzt nehmen wir uns ein Auge, was nach rechts treibt und schneiden so ein ganz kleines Stück hier über dem Auge, so einen halben Zentimeter bis Zentimeter über dem Auge ab, dass das Auge nicht beschädigt wird, aber dass da nicht zu viel stehen bleibt. Weil wenn es zu lange stehen bleibt, trocknet es rein, habe ich nachher eine Infektion drin. Weil es treibt ja hier am Auge aus und damit ist ja der Saftfluss durch das Auge weiter. Und dann ist die Stelle oben nicht mehr versorgt, wenn da nichts ist. Deswegen, wenn ich es zu lange stehen lasse, trocknet es rein, habe ich nachher eine Infektion oben in der Spitze. Das wollen wir nicht. Und wenn ich es zu kurz abschneide, beschädige ich nachher das Auge. Dann kann die Infektion oder Bakterien auch zu schnell an das, wo das Auge ist, bevor es treibt. Also immer so einen halben Zentimeter über dem Auge wegschneiden und gucken, wohin soll das wachsen. In dem Fall hier so ein bisschen nach rechts.
So, jetzt hatten wir es ja mit der Saftwaage, hatte ich schon mal erwähnt. Was heißt das? Ich will ja, dass die Mitte, ja, der Saft will immer nach oben beim Baum, der will nach oben. Wenn die Äste alle so liegen, das sieht man manchmal, wenn so Besenbäume in der Gegend stehen. Das ist aber nur ein Zeichen dafür, dass der zu flach ist. Der Saft will nach oben. Also muss ich gucken, dass die Mitte auch die Mitte bleibt, in dem Fall hier, und am höchsten ist. Das ist jetzt hier der Fall bei den beiden hier, aber bei denen hier nicht. Das heißt, die muss ich einkürzen. So, und auch da wieder, ich will ja, dass ich einen steilen Wuchs habe, das haben die eh. Also kann ich hier ein bisschen nach außen ableiten, also auf ein Auge, das nicht ganz so steil ist. Und zwar der hier ist ja nah an dem, also nehme ich ein Auge, was ein bisschen nach hinten steht, dass ich hier die Himmelsrichtung nach da verlagere. Jetzt nehmen wir mal das Auge, das passt gut. Jetzt bin ich unter der Mitte. Also man sagt immer ungefähr ein Verhältnis von 1:1:3, ja, dass die Mitte halt ein bisschen höher ist. 2/2 zu 1/3. Also 1/3 höher, ne? So als Faustregel. So, und jetzt geht das Auge nach hier. Jetzt haben wir hier die andere Seite. Ja, hier sehen wir auch, das Auge will ich nach da haben. Das ist hier schön, da ist ein schönes Auge. Also schneiden wir es so, dass es nach da geht. So, jetzt haben wir schon eine relativ gute Saftwaage, aber auch hier bei den Kleinen wollen wir anregen, dass da Wuchs angeregt ist, weil der Schnitt ins junge einjährige Holz regt immer Wuchs an. Da werden Enzyme freigesetzt, die Wuchs anregen. Also hier auch wieder ein Auge nach außen, Schnitt, hier auch ein kleiner, feiner Schnitt auf das nächste Auge, das nach außen geht. So, und jetzt seht ihr, die sind alle ungefähr in derselben Höhe, ja, passt nicht, also ungefähr 2/3, 1/3. Baum nach den Himmelsrichtungen, wunderbar. Das war der Pflanzschnitt, das ist alles. So, jetzt habt ihr den schön strukturiert und jetzt ist es in Zukunft natürlich wichtig, deswegen die Broschüre unten verlinkt, dass man den gut erzieht. Das heißt, dass die schön im relativ steilen Winkel, ja, weil ist der Winkel steil vom Hauptleitast, hat er wenig Hebel an der Achsel, kann nicht ausbrechen. Ist er ewig lang und hat einen flachen Winkel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann hier ausreißt, relativ hoch. Ist er zu steil, also mehr als noch steiler als die hier, also liegt er vielleicht so an oder so an, dann ist natürlich hier auch wieder kein gescheiter Astring da und die Ausrissgefahr auch wieder da. Das heißt, es ist so ein bisschen auch am Anfang darauf zu achten, wenn die sich ganz steil gestalten hier, im Zweifel ein Stück Holz nehmen und den nach außen binden. Ja, dass er ungefähr bei einem 60 Grad Winkel ungefähr ist, das ist optimal. Ja? Also bei Birne kann das sogar noch ein Tick steiler sein. Okay, das zum Pflanzschnitt. Ja, und jetzt ist eigentlich schon alles getan. Die Mitte ist definiert, die Leitäste sind definiert. Hier fiddelt noch das Schildchen rum. Lassen wir noch mal dran, dann können die Leute gucken, was es Schönes ist. Ja, und dann haben wir hier unser Bäumchen gepflanzt. Jetzt noch als Nachtrag, was gilt es weiter zu beachten? Dafür wechseln wir mal den Standort, unser Bäumchen ist jetzt fertig. Und dann zeige ich euch noch mal ein paar andere Sachen, die man noch machen kann, die auch noch sehr wertvoll sind, um so einen Obstbaum lange gesund zu halten. Unabhängig natürlich, der Schnitt ist extrem wichtig, Verjüngungsschnitte, Pflegeschnitte. Ja, und dass man den Boden gesund hält. Eine Sache noch, die natürlich auch noch helfen kann, wenn ihr jetzt einen sehr, sehr schlechten Boden habt, ja, könnt ihr natürlich über diese Nährstoffgabe, die wir jetzt oben drauf gemacht haben und den Mulch und so weiter, das anregen, dass der Boden besser wird. Aber wenn der Unterboden sehr verdichtet ist und ein schlechtes Milieu hat vielleicht auch, also das war vielleicht mein Acker, da sind Sachen eingepflügt worden und unten ist es ein bisschen faulig, weil die nicht verrotten konnten, dann könnte man auch am Anfang in der Nähe, also nicht direkt dran, ja, es wären wieder Nährstoffe oder Leben, in der Nähe, sagen wir mal ein bisschen weiter weg, 2 Spaten tief, ein bisschen Bokashi eingraben und dann wieder schön abdecken und wieder drauf treten, dass unten in der näheren Umgebung das Milieu besser wird, weil der Bokashi hat viele Milchsäurebakterien und Hefen, die in der Tiefe dann das Milieu quasi verbessern und dann dafür sorgen, dass das nicht mehr so ein schlechtes Milieu ist. Da könnte man dem Baum ein bisschen mit helfen, das geht auch bei alten Bäumen ganz gut. So, aber jetzt wechseln wir den Standort, dann gibt es noch ein paar Sachen zu der sogenannten Pflanzscheibe. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir noch mal zu der sogenannten Baumscheibe, die wir ja bei dem gepflanzten Baum jetzt auch schon angelegt haben. Das hier ist eine Kirsche, die ist schon hier jetzt im zweiten Jahr oder im dritten Jahr sogar schon. Und um die zu fördern, haben wir hier Folgendes gemacht. Wir haben hier Förderpflanzen reingesetzt in die Mitte
Man sieht, hier ist auch ein bisschen Gras, ja, deswegen auch überhaupt die Mulchscheibe. Gräser wollen wir draußen halten. Ja, also alle Gewächse, die in der Pflanzscheibe sind, sollten möglichst keine Gräser sein oder Pflanzen, die feine, starke Wurzeln haben, die viel Nährstoffe brauchen. Weil die sind Wuchskonkurrenz für den jungen Baum, die sondern Stoffe ab, die auch das Wachstum hemmen, Gräser vor allen Dingen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Baumscheibenförderung hier machen. So, und das ist so eine Art Obstbaum-Lebensgemeinschaft, die man da sogar ansetzen kann. Und da empfehle ich euch hier mal ein Buch, da blende ich euch mal eine kleine Grafik jetzt auch von ein, aus der Permakulturfibel von Bernhard Gruber oder auch aus das Waldgartenbuch. Das gilt genauso, wenn man eher sagt Waldgartensysteme, aber die Permakulturfibel reicht im Zweifel auch. Da ist sehr schön beschrieben, wie man so eine Baumscheibe anlegen kann. Ja? Und warum haben wir jetzt diese Unterpflanzung? Erstmal als Mulch, ja, dass die Gräser draußen gehalten werden, weil die Walderdbeeren hier und der Knoblauch zusammen eh gut wirken und dann dafür sorgen, auch noch mit natürlich ein bisschen Schafswolle hier dazwischen, die ich noch ergänzen muss jetzt wieder, dass hier eine gute Nährstoffversorgung von oben da ist, auch mit dem Laub der Erdbeeren, das abfällt und vor allen Dingen, dass die Gräser nicht rein können. Und so rhizombildende Pflanzen wie die Erdbeere, die hat ja so dicke, wurzelige, holzige Rhizome, die sind keine Wurzelkonkurrenz für den jungen Baum. Und so Knoblauch oder halt auch Zwiebelgewächse auch nicht. Ja, da zeige ich gleich nochmal ein paar mehr Beispiele. Sondern die helfen dem Baum dabei, grasfrei zu bleiben. Und die Wühlmaus mag es auch nicht so. Da gibt es auch ganz gute Berichte zu und Erfahrungsberichte, dass die Wühlmaus es eigentlich gar nicht mag, wenn was anderes außer Gras dran ist. Diese ganzen Knollengewächse oder Zwiebelgewächse, da sagt die Wühlmaus, ich will die nur die Wurzel haben, sonst will ich da nicht ran. Und das hilft ganz gut. Also ich kann euch nur sagen, ich habe es überall hier so bei meinen Obstbäumen. Ich habe hier noch nicht einen einzigen verloren. Ich habe aber Wühlmäuse da. Und als Ablenkpflanzung auf der Seite hier daneben Topinambur. Die liebt sie nämlich und da wird ganz viel gefressen. Also Topinambur so punktuell mal mit in den Garten geschützt, ja, dass es sich nicht ausbreitet vielleicht, wenn ihr da nicht so viel Pflege investieren wollt, dass ihr einfach auch ablenkt, die Wühlmaus damit quasi füttert, was euch jetzt nicht irgendwie ein Verlust wäre. So, genau. Was kann man noch alles in so eine Baumscheibenbepflanzung machen? Also wie gesagt, im Detail das Buch von Bernhard. Die zwei könnt ihr über uns beziehen in Deutschland, in Österreich, Schweiz, über den Bernhard. Genau. So, hier, was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel eine Maibeere. Die haben wir hier noch dran. Also hier ist noch ein bisschen Kahl sonst drumherum. Da kommt noch mehr dazu. Da ist ein bisschen Knoblauch-Erdbeere auch, aber hier eine Maibeere. Also man kann auch durchaus Beerengehölze unter so einen schönen Baum hier setzen. Das fördert den auch. Auch wieder eine Wurzel, die nach unten oder ein bisschen in die Breite geht, aber nicht so feingliedrig ist und auch keine Nährstoffe zieht. Beerengewächse sind ja recht duldsam und brauchen eigentlich relativ wenig. Dazwischen den Bäumen habe ich hier jetzt zum Beispiel auch noch eine Johannisbeere. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter. Hier zwischen zwei großen Bäumen habe ich einen Stickstofffixierer, auch ganz wichtig. Eine Ölweide und so kann man hier, aber wenn euch das im Detail interessiert, warum das alles so wichtig ist, wie das Waldgartenbuch von Bernhard oder halt die Permakulturfibel, da ist auch ein bisschen die Pflanzscheibe erklärt. Genau, und jetzt würde ich sagen, das reicht damit. Also vielleicht noch ein paar Pflanzen erwähnt, die dann auch im Buch stehen. Schwarzwurzel macht eine dicke Wurzel nach unten, Beinwell, Taglilien und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr kreativ sein, ja, und euch quasi auch noch unter dem Obstbaum damit auch einen nutzbaren Ertrag auch noch erzeugen, wenn man jetzt das so intensiv betreiben will, ja. Also bei der Reniklode, die ich jetzt gepflanzt habe, werde ich das nicht machen. Da werde ich so ein bisschen den Mulch erhalten und vielleicht ein paar Pflanzen dran setzen, die ich jetzt nicht unbedingt ernte. Vielleicht flache Beeren wie die Maibeere oder Erdbeeren, dass da einfach ein bisschen Schutz da ist. Eine Erdbeere, die stark rankt, wie zum Beispiel Mieze, Schindler oder so eine Sorten. Ja, okay. Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Wie gesagt, falls da noch Fragen zu da sind, könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Auch falls ihr da noch andere Erfahrungen gemacht habt, einfach mal kommentieren. Sage ich dann gerne noch mal was zu oder im Zweifel auch noch mal ein Nachtragsvideo. Wir schauen mal. Aber ich glaube, das war jetzt ja auch schon sehr umfangreich. Und ich glaube, ich habe jetzt alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, viel Spaß beim Bäume pflanzen, dass ihr in Zukunft auch wisst, wie es geht und wie ihr den Baum
gesund und an der richtigen Stelle pflanzt. Macht's gut da draußen.